Hier sind wir auch schon auf seiner Seite, beziehungsweise seinem YouTube-Kanal, Knossi. Derzeit 785.000 Abonnenten. Und was wir als erstes mal machen, wir schauen uns mal die Klicks an. Vor 7 Stunden hochgeladen, schon 176.000. Hier vor einem Tag 70.000. Vor 3 Tagen 300.000. Und das erfolgreichste Video der letzten Zeit müsste mit Sicherheit das Musikvideo sein. Genau hier. Vor 3 Wochen jetzt schon 4,3 Millionen Aufrufe. Was wir jetzt hier sehen, wir sehen, dass der Kanal schon am 18.01.2008 beigetreten ist, also schon über 10 Jahre alt ist dieser Kanal und hat knapp 98 Millionen Aufrufe, also bald hat er die 100 Millionen Aufrufe-Grenze geknackt. Und ja, wir schauen uns jetzt mal an, wie viel er hiermit verdient. Und zwar, da fangen wir an. Wir schauen uns natürlich die YouTube-Einnahmen durch Klicks an, also durch Aufrufe verdient er Geld durch Werbung. Und dann schauen wir uns aber noch an, mit was für anderen Möglichkeiten er hier Geld verdient. Und zwar sind das meistens ja Shop-Seiten. Er hat, glaube ich, auch eine Casino-Seite und hat noch andere YouTube-Kanäle, wie man hier sehen kann. So, wenn du genau wissen willst, wie du es schaffen kannst, mit YouTube Geld zu verdienen, dann kann ich dir das kostenlose Online-Training zum Thema Geld verdienen mit YouTube sehr empfehlen. Link dazu ist in der Beschreibung. In diesem kostenlosen Online-Training wird dir genau gezeigt, wie du es schaffen kannst, mehrere hundert bis sogar 1.000 € mit YouTube zu verdienen, ohne eigene Videos zu erstellen. Klick jetzt auf den Link in der Beschreibung, du wirst es nicht bereuen. Und ja, fangen wir direkt mal mit der Homepage an. Die habe ich hier, glaube ich, schon aufgerufen, genau, knossi.de. Und hier sehen wir schon seine Zahlen. Er ist ja hauptsächlich eigentlich, soweit ich weiß, auf Twitch aktiv und YouTube halt nur. Ja, da lädt er halt dann die Highlights etc. hoch oder auch Musikvideos und Instagram ist ja auch aktiv. Was wir hier sehen, sind seine Partner: knossicasino.de, Warner Musik Gruppe etc. Und ja, was wir dann schon mal sehen können, hier hat er auch direkt schon auf seiner Seite den Shop verlinkt und hier sehen wir, dass er ja T-Shirts anbietet für 20 €, 25 €, 50 € und ja, damit wird er einen bestimmten Umsatz machen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, er verdient ja, beziehungsweise er hat knapp 800.000 Abonnenten. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, 10.000 ist, glaube ich, ein guter Wert, sind natürlich jetzt Schätzungen. 10.000 Leute kaufen sich hier beispielsweise beim Shop, kaufen hier ein Sachen für ja 30 € im Schnitt, denke ich mal. Mal 30 wären wir schon bei 300.000 € Umsatz im Monat. Wichtig natürlich, Umsatz ist nicht Gewinn. Die genauen Zahlen kann man da natürlich jetzt nicht nennen, das sind nur Schätzungen. Allerdings kann man genaue Aufrufzahlen sehen. Und zwar machen wir das mal hier auf socialblade.com, kann man genau sehen, wie viele Aufrufe bestimmte YouTuber im Monat machen. Und bei ihm ist hier eine ganz, ganz starke Steigung zu erkennen. Und zwar sehen wir hier genau, er hat einfach im letzten Jahr, also wenn man es mal vergleicht, Monat August 2019 hat er nur 7 bzw. 7,9 Millionen Aufrufe gemacht und aktuell steht er bei knapp 20 Millionen Aufrufen. Sehen wir hier auch nochmal, wie viele Aufrufe er pro Tag macht. Hier haben wir mal 700.000, 800.000, 500.000, 200.000 und insgesamt in den letzten 30 Tagen hat er über 20 Millionen, fast 21 Millionen Aufrufe erzielen können. Was es dann in Geld übersetzt heißt, haben wir hier bis zu 76, also fast 80.000 € durch YouTube-Einnahmen. Wichtig hierbei ist auch noch zu sagen, YouTube-Einnahmen sind, also da gibt es immer eine gewisse Variation, weil zum Beispiel im Dezember sind die YouTube-Einnahmen höher, da verdient man mehr als beispielsweise jetzt im ja, Februar, Januar, dieser Zeitraum hier. Was ich jetzt glaube, wieso er so stark angestiegen ist, ist mit Sicherheit hier dieses Musikvideo, was schon nach 3 Wochen schon 4,3 Millionen Aufrufe hat. Wenn wir uns das mal anschauen hier, hat er mit diesem Video natürlich durch die Werbung Geld verdient, was wir hier direkt sehen.
Hier steht drin, unterstützt durch Produktplatzierung. Das heißt, er zeigt hier Produkte, die er empfiehlt und dafür bekommt er auch noch Geld. Was wir hier sehen, ja, Leute, die mitgearbeitet haben und ja, sehen wir, wird unterstützt durch Algenheld. Klicken wir mal drauf. Was hat es damit auf sich? Okay, das ist eine Algenschokolade. Die hat sich ja, bei diesem Video beteiligt und hat Knossi wahrscheinlich auch Geld bezahlt, damit diese gezeigt wird. Ja, hier haben wir Eiweiß drin, Zink drin. Ja, so sieht es aus bei ihm. Was wir jetzt als nächstes machen werden, wir werden uns jetzt mal die anderen Kanäle anschauen, und zwar Knossi Clips. Das ist ja momentan so ein bisschen so ein Trend geworden, also zum Beispiel Tim Gabel, der hat ja auch schon seinen Kanal mit den ja, Tim Gabel Clips. Sascha Huber, glaube ich, der hat auch jetzt einen Reaktionskanal gemacht. Also ist natürlich schlau, weil Videos, die man sowieso schon hat, die lädt man dann einfach, oder halt Ausschnitte davon, lädt man dann einfach nochmal hoch auf einem anderen Kanal und verdient somit doppelt. Und wir sehen auch hier, hat er bei diesem Video Aufrufe erzielen können. Er hat sogar hier bei nur 19.000, also knapp 20.000 Abonnenten, hat er hier auch mal 22.000 Aufrufe, 50.000 knapp. Und ja, dieser Kanal ist noch sehr neu. Also er ist im November 2019 beigetreten, hat jetzt auch schon 2,5 Millionen Aufrufe. Ups, das wollte ich nicht. Schauen wir uns mal an, wie es da aussieht. Und zwar, das ist hier der Kanal Knossi Clips auf Social Blade. Und da sehen wir, dass er damit auch über 1 Million Aufrufe im Monat macht. Das heißt nochmal knapp 4.000 bis 5.000 Euro können wir hier zu addieren. Ja, sind wir schon bei 85.000 Euro, die er im Monat durch YouTube verdient. Wie gesagt, die anderen Einnahmen berechne ich gar nicht mit ein, also über Twitch etc. Das können wir uns gleich mal angucken, wie es bei Twitch aussieht. Allerdings geht es hier um die YouTube-Einnahmen. Knossi Stories sehen wir hier nochmal, auch bei knapp 5.000 Abonnenten hat er wahrscheinlich dann die Instagram-Stories etc. hochgeladen. Ja, den habe ich hier auch nochmal offen, den Kanal. Steht derzeit bei ja, knapp 100.000 Aufrufen im Monat. Ja, das sind jetzt 500 Euro. Das ja, müssen wir jetzt hier nicht mit reinbrechen, das ist zu gering. Also kann man erstmal grob sagen, durch YouTube verdient er 85.000 Euro. Durch die YouTube-Einnahmen letzten Monat. Was wir jetzt machen werden, man kann hier auch, das habe ich hier offen, genau, kann man auswählen, was man anschauen möchte. YouTube, Twitch, Facebook etc. sind wir hier auf Twitch. Und da sehen wir, dass er auf Twitch echt auch sehr, sehr stark wächst. Hier teilweise bis zu 10.000 Follower am Tag gewinnt. Und im Monat plus 55.000 Follower. Das ist natürlich sehr enorm, weil Twitch ist deutlich kleiner als YouTube. Und hier sehen wir plus 1 Million Aufrufe auf Twitch. Ja, wenn man das mal vergleicht, YouTube mit Twitch, hier sehen wir, er hat 55.000 neue Follower gewonnen im letzten Monat auf Twitch, und auf YouTube hat er ja, 99, also knapp 100.000 Follower gewonnen, ungefähr das Doppelte. Hier 1 Million Views Twitch, und hier hat er ja sogar 21 Millionen Views. Natürlich ist YouTube die kostenfreie Plattform und dementsprechend sind da auch mehr Leute, die da zuschauen. Und ja, er ist extrem erfolgreich gewesen in den letzten, ja, in den letzten Wochen. Wahrscheinlich auch durchs Musikvideo, was wir jetzt hier nochmal haben. Wir haben die Seite vermögenscheck.com aufgerufen. So, wenn du genau wissen willst, wie du es schaffen kannst, mit YouTube Geld zu verdienen, dann kann ich dir das kostenlose Online-Training zum Thema Geld verdienen mit YouTube sehr empfehlen. Link dazu ist in der Beschreibung. In diesem kostenlosen Online-Training wird dir genau gezeigt, wie du es schaffen kannst, mehrere hundert bis sogar 1.000 Euro mit YouTube zu verdienen, ohne eigene Videos zu erstellen. Klick jetzt auf den Link in der Beschreibung, du wirst es nicht bereuen. Und hier wird das auch nochmal genau analysiert. Hier wird auf ein geschätztes Vermögen von 200.000 Euro ja, davon ausgegangen, was ich allerdings nicht glaube. Ich denke mal, das liegt höher. Allerdings ist dieser Bericht, glaube ich, auch schon
ein bisschen, ja, okay, noch relativ neu, 10. Januar 2020. Allerdings habe ich hier unten schon gesehen, hier steht, dass er schätzungsweise 6,9 Millionen Aufrufe gemacht hat. Das war wahrscheinlich, genau, hier stand 25.12.2019. Da hat er gerade mal, in Anführungszeichen, gerade mal 6,9 Millionen. Das ist trotzdem noch viel. Allerdings, wenn man das jetzt mal vergleicht, er hat jetzt schon knapp ein, zwei Monate später mehr als doppelt so viel. Er hat jetzt ja schon 20 Millionen Aufrufe und da hatte er gerade mal 7 Millionen Aufrufe. Also er ist extrem stark, ja, gewachsen in den letzten 2 Monaten. Und hier sehen wir, bei 6,9 Millionen Euro macht er zwischen 7.000 bis 35.000 Euro monatlich. Das ist allerdings, wie gesagt, heute, zum heutigen Zeitpunkt höher. Ja, wir sehen hier auch nochmal knossicasino.de. Ja, ein kostenloses Casino ohne Echtgeldeinsätze, genau. Er möchte halt wahrscheinlich seine Fans, wenn sie wahrscheinlich auch jünger sind, davor bewahren, viel Geld beim Casino zu verlieren, weil er natürlich, ja, Casino-Streamer, Casino-YouTuber etc. ist. Und Casino ist natürlich, birgt natürlich einige Gefahren in sich, auch was zu verlieren. Man gewinnt, es wird meistens natürlich gezeigt, wie man gewinnt. Allerdings, die meisten verlieren eigentlich auf Dauer sowieso immer. Deswegen, ja, da hat jeder wahrscheinlich seine eigene Meinung zu. Ja, das war's soweit. Hier sehen wir auch noch mal andere Personen, zum Beispiel Dieter Bohlen, Xavier Naidoo oder auch, ich glaube, Montana Black war hier auch zuletzt. Werden wir uns auf jeden Fall demnächst mal anschauen. Genau, Montana Black. Da kann man dann mal die YouTuber auch mal vergleichen, wer wie viel verdient. Ich habe jetzt auch schon ein paar Videos gemacht darüber, über das Thema. Wenn ihr jetzt noch andere YouTube-Vorschläge habt, beziehungsweise YouTuber habt, die wir uns mal anschauen können, dann könnt ihr jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Hier sehen wir nochmal eine Seite, die 10 bestverdiensten YouTuber im Überblick. Das war allerdings schon im Jahr 2018, vor 2 Jahren. Und ja, da war Promiflash ganz oben. Und ja, was ich bei ihm spannend fand, er hat so mit den ältesten Kanal, also er ist nicht diesen Kanal, sondern sein Hauptkanal, 2008 gegründet und er ist jetzt in letzter Zeit erst hochgekommen. Also ich kannte ihn auch bis vor einem halben Jahr gar nicht. Und wenn wir hier uns das mal anschauen, ist das jetzt genau das YouTube. Er ist hier, er hatte hier einfach gerade mal 1000 Aufrufe im September. Ich weiß nicht, ob diese Grafik hier stimmt, allerdings auch im Januar 4000 Aufrufe und auf einmal aus dem Nichts geht er hoch auf 10 Millionen, 20 Millionen Aufrufe. Also ich weiß nicht, wo er vorher war. Und ja, beziehungsweise ich habe gerade schon gelesen, wo er vorher war. Und zwar sehen wir hier unten, er war vorher Pokerspieler. Genau, frühere Gewinne durch Poker. Er nahm wohl an einem Turnier teil, an einer Pokerweltmeisterschaft in Las Vegas. Und er wurde da Platz 240 und hat damit 37.000 US-Dollar gewonnen, also knapp 33.000 Euro. Ja, hier kann man genau, hier kann man noch seine Preisgelder sehen. Er hat auf, ja, durch Poker quasi online und offline hat er insgesamt knapp 50.000 Euro schon verdient, also neben YouTube, also wahrscheinlich davor, vor seiner Zeit, vor seiner YouTube-Zeit. Hier steht ja auch 2013 und ja, Inhaltsverzeichnis, genau. Ja, das war es soweit zu Knossi. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert mich und schreibt mir, wie gesagt, rein, wen wir als nächstes mal analysieren sollen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Habt ihr mit solchen Zahlen gerechnet oder hättet ihr gedacht, dass es höher oder niedriger ausfällt? Schreibt es gerne in die Kommentare und schreibt auch in die Kommentare, wen wir als nächstes analysieren sollen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.